Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und zu einem neuen, ganz besonderen Video. Erstmal haben wir einen neuen Gast, den ihr in Zukunft öfter sehen werdet, nämlich... Ich bin der Tim, ich spiele seit fast 2 Jahren Warhammer und gehöre hier zur lokalen Community und ja, hab Bock, will spielen und ich denke, wir werden heute Abend ein schönes Spiel machen. Ja, das wird ein ganz besonderes Spiel, weil also zum einen, wie der Tim das gerade schon gesagt hat, lokale Community und ja, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen unterhalten und ja, du hast auch Bock in Zukunft immer mal so ein bisschen mehr auf dem Kanal zu sein. Auf jeden Fall, ja. Und da wir uns natürlich auch immer freuen, neue Leute hier zur Verstärkung zu bekommen und so weiter. Ja, und wir uns auch natürlich noch sehr gut verstehen, das ist ja auch, das sollte immer einhergehen. Haben wir gesagt, ja, wir planen da so ein paar Sachen mal in Zukunft zusammen. Und die erste Sache, um mal die Überleitung zu führen, ist hier der neue Jean-Stealer-Kodex ist nämlich draußen. Und da hast du gesagt, du hältst du mal mit deinen guten Necrons dagegen. Ja, ich habe vor ungefähr 2 Wochen angefangen, die Necrons zu spielen. Ja, sehr geil. Und werde sie heute auch das erste Mal spielen dementsprechend. Und werde mein Bestes geben. Ja, das passt auch ganz gut, weil ich habe vor 1,5 Wochen mit den Jean-Stealern angefangen. Ja, das ist ja beste Voraussetzung. Denke ich auch. Also wir schauen uns das Ganze mal so ein bisschen an und falls ihr so die Videos der internationalen Kollegen, großen Kollegen verfolgt habt, wenn es um die Jean-Stealer geht, dann werdet ihr mitbekommen haben, das ist eine Armee, die man nicht mal einfach so kurz spielt und gerade auch nicht so aus dem Kalten heraus perfekt spielen kann. Das heißt, da wird es wahrscheinlich so diese ein oder andere Situation geben, wo man hätte sagen können, da geht noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich. Aber es gilt jetzt einfach darum, mal reinzuschauen, mal so 1-2 Stratagems zu benutzen. Generell einfach mal zu gucken, wie läuft das mit diesen Hinterhaltsmarkern, weil das ja eine in Gänze neue Aktion jetzt eigentlich ist für das Spiel. Und ja, dann schauen wir einfach mal so ganz locker. Spielen tun wir heute 1500 Punkte, müssen wir natürlich noch dazu sagen. Genau, ja. Und als Reglement nutzen wir Ars Bellica. Ars Bellica, genau. Ja, das werden wir, können wir eigentlich mal in Zukunft irgendwie nochmal ein Video zu Ars Bellica machen. Gerne, ja, auf jeden Fall. Weil das nimmt ja jetzt immer oder fasst ja immer mehr Fuß jetzt in Deutschland und ja, könnten wir mal so ein Erklärvideo machen, weil du bist ja eigentlich auch recht gut in der Thematik drin. Also ja, sollten wir was Schönes hinkriegen. Machen wir. Dass wir das vielleicht noch mehr Leuten präsentieren können. Ja, es macht nämlich Bock. Es ist sehr kompetitiv. Ja. Es ist echt, es macht Spaß. Und wir machen das einfach mal so nebenbei heute mit den Missionszielen und so weiter. Das machen wir dann natürlich off-cam. Wir zeigen euch das dann aber immer, werten das dann entsprechend aus. Und ja, 1500 Punkte. Und ja, dann gucken wir uns gleich mal die schönen Armeen an und sehen uns das Board natürlich auch noch an. Viel Spaß! Viel Spaß. 1492 Punkte Jean-Stealer und wie ihr seht, sind ein paar der neuen Modelle schon dabei. Hier der Jackal, der Nexus und hinten die Biker sind bis jetzt neu und da kommt auch noch ein bisschen was. Ja, ich habe ein Battalion Detachment und zwar spiele ich den Kult das Klingenzahnrad. Bedeutet, alle Modelle mit diesem Glauben des Kults haben einen Rettungswurf von 6+. Modelle mit diesem Glauben des Kults, die bereits einen Rettungswurf haben, verbessern ihn um 1. Bestmöglich ist dann 3+. Zusätzlich erleiden Infanteriemodelle mit diesem Glauben des Kults keinen Abzug auf ihre Trefferwürfe, wenn sie sich bewegen und schwere Waffen abfeuern. Ja, dann mal zur Armee selbst. Wie gesagt, hier ein Jackal Alphus mit dem Snipergewehr. Dann haben wir einen Magus, der hat die psychkräftige Gedankenkontrolle und Massenhypnose. Dann haben wir ein paar Acolyte Hybrids, die sind 3-mal mit Handflamer und einem Rock Drill, das ist leider nicht Vesivik, und auch noch einem Handflamer. Und der Anführer hat ebenfalls einen Bonesword und Handflamer und die Ikone ist logischerweise auch dabei. Dann haben wir 2x10 Brute Brothers Infantries. Der Leader hat auch nichts Besonderes, alles Vesivik hier. Ansonsten haben wir Flamer und Granite Launcher jeweils dabei und dann haben wir ein paar Neophyte Hybrids, die sind hier vorne,
Das sind ganz, 8 ganz normale, einmal mit Mining Laser und der Chef hat Power Pick und Web Pistol. Und Ikone ist natürlich auch dabei. Weiter geht's mit einem Nexus. Da bin ich mal sehr gespannt auf dieses Modell, wie der sich jetzt hier schlägt. Dann haben wir 20 Pure Strain Gene Stealer. Die haben 10-mal noch diese Pure Strain Talents, glaube ich. Müsste ich gleich nochmal gucken. Punkte macht es ja eh nichts aus. Dann haben wir die Atalan Jackals mit einem Quad mit Flamer. Dann der Leader hat eine Demolition Charge und eine Power Axt. Dann haben wir einen mit Power Hammer und auch Demolition Charge. Dann 2 mit Shotgun und jeweils auch Demolition Charge. Also, dass die alle überall schön Sprengstoff werfen können. 2 Kult Lehman Russ, auch komplett identisch mit Heavy Bolter, Hunter Killer Missile, Storm Bolter, 2 Heavy Bolter noch an der Seite, Battle Cannon, Auger Array und Track Guards. Und dann haben wir einen Goliath Truck mit Heavy Stubber und Twin Auto Cannon sowie den Catch of Demolition. Ja, dann habe ich noch ein Relikt vergeben, das hat der, der Atalan Jackal Alphos bekommen. Und zwar heißt das Ding, ich muss es gerade kurz im Codex suchen. Kleinen Moment. Das schneide ich jetzt noch schön raus. Danke. Das ist ein Zahnrad. Oder was ist das? Kriegsherrenfähigkeit? Geschenk aus dem Jenseits, hast recht. Was ist denn? Der hat das Geschenk aus dem Jenseits. Das ist nur für ein Modell mit Jackal Scharfschützengewehr. Und zwar addiere 2 zu den Verwundungswürfen, die mit diesem Gewehr halt getätigt werden. Und außer die Zieleinheit ist entsprechend ein Fahrzeug, aber das ist völlig egal. Dann haben wir als Warlord Trade das Kult des Klingenzahnrad auch. Und zwar ist es so, dass nach der Aufstellung, aber bevor die erste Schlachtrunde beginnt, wählst du eine einzelne Einheit aus der Armee deines Gegners. Und du kannst Verwundungswürfe für Attacken von befreundeten Klingenzahnrad-Einheiten wiederholen, solange sie sich innerhalb von 6 Zoll um deinen Kriegsherrn befindet, wenn sie die gewählte Einheit als Ziel haben. Ja, teste ich einfach mal. So, bisschen länger gedauert. Also das, wie gesagt, 1492 Punkte Gene-Stealer-Kults und dann gucken wir uns die Necrons an. 1499 Punkte Necrons. Ich bringe heute 2 Kontingente mit. Ein Battalion Detachment und ein Outrider Detachment. Und ich arbeite jetzt einfach mal von oben herab, runter, was ich so mitgebracht habe. Mein Bataillon ist ein Mefrit-Bataillon und hat 3 HQs. Einmal den Kryptek, was übrigens eine Leihgabe ist von Kai, von Mini Paradise Crew. 2 Overlords. Einmal 10 Immortals, einmal 20 Warrior und einmal 15 Warrior. Des Weiteren gehört zu dem Bataillon noch die 3 Destroyer und die 3 Tomb Blades. Und mein Outrider Detachment ist ein Nihilak Outrider Detachment, was angeführt wird von meinem Lord. In dem Outrider Detachment befinden sich 3x3 Canoptex Scarabs, die Canoptex Spider und die Doomsday Arc. Und als Relikte hab ich 2 Stück. Ich habe einmal das Relikt auf meinem Kryptek, dass er den Mantel hat, wo man sich mit wegteleportieren kann. Und mein Kriegsherr hat auch ein Relikt, und zwar das Lightning Field. Das gibt mir einen verbesserten Rettungswurf und Einheiten innerhalb von 1 Zoll bekommen auf einer 4+ tödliche Wunden. Mein Warlord Trade übrigens ist, dass mein Kriegsherr
in 6 Zoll alle Einheiten ihren Moraltest automatisch bestehen lassen. Und er kann wie ein Psioniker eine Psykraft versuchen zu bannen. Das ist nicht nett. Und was ich nicht vergessen darf, meine Spider hat einen Gloom Prism und kann auch einen Zauber versuchen zu bannen. Ja, das war's. Herzlich willkommen auf dem schönen Board. Und wir haben jetzt auch schon mal aufgestellt. Wir haben natürlich gegeneinander gewürfelt. Ich durfte dann entsprechend zuerst aufstellen. Stehe hier vorne. Und habe hier einen Lehman Russ, da sind die Brute Brothers, da ist der Truck mit so ein paar Typen drin. Und hier sind nochmal Brute Brothers, der Nexus, der zweite Lehman Russ und die Scout Sentinels, die sich dann gleich schon mal 9 Zoll wegen der Scout-Regel bewegt haben. In Reserve ist noch der Magus, beziehungsweise im Untergrund ist noch der Magus, die Atalan Jackals und die Purestrain Gene Stealer. So wie, warte mal, irgendwas fehlt noch. Und genau, der Atalan-Jackal-Typ, also hier der Sniper-Moped-Fahrer-Typ da. Ja, Tim, bei dir? Ja, bei mir ist nichts Spezielles in Reserve. Und du hast? Ja. Hä? Ich habe alles auf dem Board, was ich habe. Ach so, siehst du, da habe ich falsch geguckt. Ja. Ich habe nämlich jetzt hier, wie ihr seht, habe ich hier schöne Line gebaut. Und jetzt sehe ich gerade eben erst, dass er die Typen da stehen hat. Hast du die eben zum Schluss erst gestellt? Natürlich. Naja, okay. Ja, ich habe hier meine Scarabs stehen, meine Destroyer, einen meiner 2 Overlords, 15 Warrior, nochmal 3 Scarabs, die Spider. Cooles Modell übrigens. Also wie der, alle von dir, müssen wir jetzt mal kurz sagen. Vielen Dank für Speedpaint. Außer das da. Das von Kai, das ist natürlich. Nein, das ist auch schön. Super. 10 Immortals, 3 Tomb Blades, mein Kriegsherr und auch ein Overlord, 20 Warrior, nochmal 3 Scarabs. Hier hinten in der Ecke steht noch mein Lord. Ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. So ein bisschen. Hallo, tschüss. Und meine Doomsday Arc. Ja, geil. Ich war zuerst fertig mit dem Gene Stealer Haufen und dann würde ich sagen, würfeln wir gleich gegeneinander. Kurz zur Erklärung noch, wir haben ja gesagt, wir spielen Ars Bellica. Aufgrund des Schwierigkeitsgrads mit der neuen Armee haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir natürlich ganz normal die Missionsziele von Ars Bellica entsprechend benutzen, aber keine Tertiär- oder Sekundärmissionen spielen. Das heißt, es geht jetzt wirklich nur nach Missionszielen am Ende des Zuges, zusätzlich First Blood, Linebreaker und Slay the Warlord. Und ja, das war's. Und Killpoints zählen wir am Ende dann noch. Ja, dann gegeneinander würfeln, ne? Wer anfängt. Ich habe eine 1. Du hast gewonnen, was ich weiß. Initiative stehlen, eine 5. Okay, dann kommen wir in Gene Stealer Zug 1. Die Bewegungsphase ist vorüber. Hier hat sich nicht so viel getan. Bei ihm hier sind dann die Jungs ausgestiegen. Er ist dann stehen geblieben wegen Heavy Weapon und so. Das, den Nichtabzug kriege ich ja nur für Infanterie. Dann sind die hier nach vorne advanced, weil Tim ja seine Scarabs alle da hinten stehen hat und ich keine Line mehr hinten bauen muss. Die Jungs wurden aufgedeckt und dann haben die sich innerhalb von 6 Zoll um die Ikone dann aufgestellt. Die sind mit fantastischen 6 Zoll advanced, halten jetzt das Missionsziel hier und werden dann wahrscheinlich irgendwann zu Brei geschossen hier vorne. Schussphase beginnt. Wir fangen mit dem Lehman Russ Battle Tank an. Und zwar schießen die Heavy Bolter an der Seite in die Warrior und die Battle Cannon geht da hinten rein. Wir fangen an mit den Heavy Boltern auf die 4, Stärke 5 auf die 3. Nichts, das ist gut. Dann die Battle Cannon 2, 6 Schuss. Ich sollte die Würfel wegschmeißen, ne? 2 Schuss. Widerstand 6. Auf die 4 erstmal treffen, dann darf ich einmal pro Schlacht einen einzelnen Trefferwurf wiederholen für dieses Orgel Array oder Trackers, eins von beiden war das auf jeden Fall. Stärke 8, 2 Stück mit minus 2. 6er? Nein. 2d3 Schaden. Einmal 2 und nochmal 2. D3. Ist er nicht drunter und auch nicht drunter. Dann kriegt er 4 Schaden, der gute Mann. 4 Schaden. Battletank Nummer 2 schießt mit den Heavy Boltern auf die Warrior und mit dem Kampfgeschütz da hinten rein. Also wir fangen wieder an mit den Heavy Boltern auf die 4. Auf die 3, einmal mit minus 1.
Oh, oh, oh. Ja, das sehen wir jetzt nicht. Eine 5. Mhm, dann bist du safe. So, 2-6 Schuss. Gucken, was jetzt passiert. Oh, 9. 6, 8. Auf die 4. Das sind so groß, die Würfel. 11. So, dann darf ich ja einen einzelnen verfehlten Trefferwurf wiederholen. Einmal im Spiel. Nichts. Und dann auf die 3 verwunden. Das sind dann 4 Stück mit minus 2. Du kriegst plus 1 auf deinen Rüster, weil du da ein bisschen in Deckung stehst. Mehr als 50% verdeckt. Also auf die 4? Auf die 5, ja. Oder auf die 5, genau. Ja, wieder nichts. Dann 4d3 Schaden. Das wären dann einmal 3 Quantenschilde. 3. Es gibt schon mal 3 Schaden. Dann hier, also bist du drüber. Und wir machen das dann immer so Reihe nach, ne? Da bist du drunter. Und da bist du auch gleich. 2, 3, sind 5, 6 Schaden. Wie viel hatten wir überhaupt noch? Noch 4. Oha, okay. Alles klar, dann schauen wir mal, wo wir weiterballern. Autowagen hier. Heavy Stabber da hinten rein in die Warrior und die Autocannon da hinten in die Barke wieder. Stabber auf die 4. Und nee, so nicht. So, Autocannon, komm jetzt. Ist gut. Mal Command Reroll. Nee. Auf die 3 verbunden wir mit Stärke 7. Hier nehmen wir jetzt aber mal einen. Ja, runter auf 7 Command Points. Du bitte zweimal mit minus 2, kriegst plus 1 auf deine Deckung. Minus 1 nur, Entschuldigung. Okay, safe. Ja, das war's schon mit Schießen. Aufgrund der geilen Aufstellungszone kann hier nichts mehr rumballern. Deswegen ist das jetzt Ende. Und wir zählen mal die Punkte. First Strike habe ich nicht bekommen. Dann haben wir aber 1, 2, 3 und 4 Punkte, die wir halten. Und dann steht es am Ende von Zug 1, Astra Militarum wollte ich jetzt schon sagen, Genestealer 4-0 und wir kommen in den Zug 1 der Necrons. Die Bewegungsphase ist vorbei. Destroyer sind hier runtergeflogen, die Warrior sind ein Stückchen nach vorne. Der Lord da hinten auch, die Warrior ebenfalls, Scarabs da rüber, die Tombblades sind auf einmal aufgetaucht, Spider ist da oben, die Jungs sind da hinten runtergesprungen. Ansonsten Kryptek Stückchen bewegt, Warrior nach vorne, die Scarabs sind ein Stückchen darüber und die ganz wichtig, die Barke ist stehen geblieben. Oder? Genauso wie der Lord. Wo sind der? Hinten. Hier. Ah ja, okay. Ja, dann gucken wir mal. Das sieht auf jeden Fall ziemlich übel aus. Und Tim, sehr schön bemalte Armee, muss man wirklich mal sagen. Vielen Dank. Im Used Look. Im Used Look, ja. Schussphase. Bei den Warriors können 8 Leute hier schießen, also sind in Reichweite zu den Typen hier, zu den Neophyte Hybrids. Und ja, dann hauen wir rein. Mein Lord hat natürlich vorher My Will Be Done auf den Trupp gesprochen und ich treffe jetzt auf die 2. Mhm. Einsen darfst du nicht wiederholen, ne? Einsen darf ich nicht wiederholen. Stärke 4. Wieder dann 4. Wieder schon 3. Auf die 3. Sind 5 Stück ohne alles. 5er. Gehen 3. 3. Okidoki. Destroyer in die Scout Sentinels. Mhm. Auf die 3. 1 wiederholen. Da ist noch eine 1. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Stärke? 6. Auf die 3. 4 Stück mit minus 3. Ach du Alarm, jo, dann mach mal Schaden. Ach so, warte mal. Ich hab ja dieses Kult-Dingsbums. Nee, ich glaube aber, da profitieren die sowieso nicht von, aber. Oder doch, keine Ahnung, aber es hätte jetzt eh nichts gebracht. Das sind W3 immer, ne? Sekunde, ich muss nachgucken. Während das sind W3. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Schaden. Ja, dann einer ist tot und der andere hat dann noch 2 weniger. Fliegt in die Luft. Nein. Tombblades schießen jetzt auf die Scout Sentinels.
Tesla auf die 3. Jede 6 verursacht 3 zusätzliche. Also Treffer. 3 zusätzliche noch. Das ist hart. Eine 1 weg. Eine 1 weg. Das ist hart. Stärke? Stärke 5, DS minus 1 durch Mefrit. Okay, dann auf die 4. Der war schlecht. Das ist nicht so gut. 5 Stück. Minus 1 oder was hast du gesagt? Minus 1. 5er, glaube ich. Wie viel Schaden immer? Auch okay, 3. Jeweils einen. Jeweils einen nur. Okay, krass. Dann sind, ist der eine noch auf 2 runter. Also, Glaube des Kultes, auch die Scout Sentinels profitieren davon. Das heißt, die hätten auch einen 6er Retter gehabt, aber hat ja vorhin keinen Unterschied gemacht, weil ich ja sowieso keine 6 gewürfelt habe. Und jetzt kommen wir weiter zu den Warriern da hinten. Die schießen jetzt alles da rein. Ziemlich viel Schnellfeuer, dann noch ein Stratagem und hört man Tim einfach zu. Ich fange an mit 7 Schuss normal ohne DS und 28 Schuss in Schnellfeuerreichweite. Alle meine Schüsse der 20 Warrior bekommen das Stratagem und My Will Be Done von meinem Overlord. Das heißt auf die 2 und das Stratagem Talent für Vernichtung. Das heißt, jede 6 generiert mir einen zusätzlichen Treffer beim Trefferwurf. Da freut man sich doch als Gegenspieler, wenn man sowas hört. Hau rein! Auf die 2. 6 generieren zusätzliche 2 Treffer, also insgesamt 2 Stück. Stärke 4, Widerstand 5. Oder 6. Das kostet 50 Cent. 5. Das wären 3 Stück. Minus ohne, nichts. Ohne DS. 4er. Ist einer wieder down? Nein. Den nehme ich dann gleich weg. Waren es noch einer. Und jetzt kommen die nächsten. Auf die 2 plus. Und 6 generieren wieder, oder was? Und 6 generieren wieder. Oha. Stärke 4. Gegen wieder schon 5. Auf die 5. Hier ist minus 1. 13 mal auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das gibt's auch nicht. Doomsday Arc schießt hier rein. Auf geht's. W6 Schuss. Mhm. 6 Stück. Mhm. Ganz stark. Bei stehen geblieben und die Healer einzeln wiederholen beim Treffen. Weil in 6 Zoll zu meinem Lord Verwundungswürfe von 1 auch wiederholen. Die 3 wahrscheinlich, ne? Ja, 5 Stück. Verwundest auf die 3. 1 wiederholen oder was? 1 wiederholen. Und ich benutze einen Command Point, um eine 2 zu wiederholen. Mhm. Ja, 4 Stück mit minus 4. 6er Retter haben sie ja alle. Okay, dann gehen 3 durch. Das wären dann 3x W6 Schaden. Mhm. Zwei, vier, fünf. Oh. Krasser Typ. Sehr schlecht. Gut. Schlecht. Hat er noch 7. Da war's das mit der Schussphase. Auch du hast jetzt nichts mehr in Reichweite. Und dann zählen wir mal Punkte. 1, 2. First Strike. Und da hat er, ist er leider nicht drangekommen, da kam er nicht mehr zum Chargen. First Strike gab es auch noch, entsprechend hier 3 Punkte. Und wir kommen in Zug 2 Gene Stealer. Bewegungsphase ist vorbei. So ein, ich weiß gar nicht, irgendwie so ein Zoll nach vorne gefahren, glaube ich, auf jeden Fall unter halber Reichweite. Er da auch stehen geblieben und die Jungs sind mit 1 Zoll advanced. Bei ihm fällt mir gerade ein, jedes Mal, wenn der Gegner ein Stratagem used, kann ich ja gucken, ob ich da was wiederbekomme. Das habe ich vergessen, aber werde ich jetzt dran denken. Stehen geblieben, nach vorne. Stückchen nach vorne, stehen geblieben. Stückchen nach vorne. Dann kam am Ende der Bewegungsphase die da rein. 9 Zoll entfernt von da hinten im Blechhaufen. Und der ganze Krimskrams hier, auch 9 Zoll weg von den Destroyern. Dann gebe ich das erste Stratagem mal aus. Ein perfekter Hinterhalt. Das darf ich dann einsetzen, nachdem die hier aus dem Hinterhalt gekommen sind. Und dann darf ich die W6 Zoll bewegen. Dann würde ich hier ein Stratagem usen.
Command Point. So, dann bewege ich die nochmal 5 Zoll und bin dann runter auf insgesamt 4 Command Points ärmer, also runter auf 3. Zielphase, wir haben ja jetzt einen Psioniker. Wir machen Gedankenkontrolle auf die Destroyer. Oh, das geht durch, mit einer 8. Dann lese ich mal und dann schieße ich mal ein bisschen mit deinen Destroyern auf dich. So, 3W6, es gilt die 10 zu knacken an Moralwert. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misslungen. Das ist leider misslungen. Okay, oder? Command Point? Nein, ich darf ihn. Ja, dann hätte ich noch 2. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Das reicht. Ja, dann schauen wir mal, was ich da mache. Ich darf mir ein Modell aussuchen und dann wird ein bisschen geschossen. Wir schießen darüber auf die Tombplate mit einem Modell. Schwer 3, auf die 3, Stärke 6, glaube ich. Einmal mit. Einmal. Nee, die nur das 3. Die haben die Shield Veins oder Veins. Nee. Und ich hätte. Das sind 2 Schaden. Einer weg. Geil. Das ist ja witzig. Necrons schießen auf Necrons. Lehman Russ schießt alle Heavy Bolter in die Tomb Plates und das Battle-Geschütz geht da hinten rein. Zu der Ausrüstung der Battle Tanks ist mir jetzt noch ein Malheur passiert. Der hat vorne auch noch einen Heavy Bolter drin, das heißt, der hat 3. Und der hat WYSIWYG, eine Laser Cannon und beide haben noch Hunter-Killer-Missile. Also nur mal so fürs Protokoll. Die Heavy Bolter auf die 6. Mhm. Stärke 5. Ja, wahrscheinlich. Mit minus 1. Ein Schaden. Ein Schaden. 2D6 Schuss. Kampfgeschütz sind 7. Auf die 4. Und auf die 3. 4 Stück. Minus 2. Drei Stück. Dann einmal, das war eine 6. Also einmal kannst du werfen hier, wegen Dingsschilden. Der ist negiert. Dann der hier. Da kriegt er schon mal 2 Schaden. Und hier die 5. Ist auch negiert. Okay. 3 Schaden. 2 Schaden. Der hier schießt die beiden beiden Heavy Bolter in die Necron Warrior. Oder schießt der? Nee, der schießt die in die Destroyer. Die Hunter Killer Missile in die Destroyer. Kampfgeschütz hinten in die Barke. Erstmal die Heavy Bolter auf die 4. Alles klar. Einmal nix. Hunter Killer Missile. Nix. Kampfgeschütz. Ah, da zähle ich Würfel. Auf die 4. Auf die 3. 2 Stück. Safe. Der da nicht. Minus, plus 1. Wegen Deckung. So, Ruhe jetzt hier. Twin Auto Cannon, jetzt hier, jetzt geht's ab. Twin Auto Cannon in diese scheiß Barke da hinten rein. Und den Heavy Stabber, den schießen wir jetzt in die Destroyer. Auto Cannon, auf die 4. Herrgott, auf die 3. Minus 1. Minus 1 plus 1. Nix plus 1 jetzt. Safe. Das meine ich nämlich, diese. Heavy Stabber, auf die 4. Auf die 5. So, erstmal wählt er diese Einheit aus. Dafür bekommen die dann, also er hier, dafür bekommen dann die Atalan Jackals plus 1 auf den Hitroll, wenn sie auch auf diese Einheit schießen. Wir schießen erstmal die Shotguns auf die 3. Stärke 3 auf die 5. Nichts. Autopistole, eine noch. Ja. Nein. So, dann haben wir D6 Flamer vom Buggy hier. Also die neuen Modelle sind echt cool hier. Der hat nämlich 12 Zoll, 2 Schuss. Autotreffer, Stärke 5,
zweimal mit minus 1, ist der Heavy Flamer. Minus 1, also 4er. Auf die 4. Safe. Ja. Er hier schießt auf den Overlord mit seiner Sniper auf die 2. Nein, Stärke 4 nicht. Oh nein. Oh nein. Da gehen alle Autoguns in die kleinen Jungs da und der Mining Laser geht hier rüber in die Tomb Blades. Auf die 3, Einsen dürfen wir wiederholen wegen der Ikone. Auf die 4, glaube ich sogar. Genau. So, dann haben wir Stärke 3. Auf die 4. Einmal mit minus nichts. Dann hat er einen Lebenspunktverlust, die Scarab Base. So, jetzt Mining Laser. Einsen wiederholen. Nein. Charge Phase. Die Bikes wollen in die Destroyer rein. Dann geht mal Abwehrfeuer. Eine. Nee. Nix. Wie weit kommen wir? 9 Zoll. Sieht gut aus. Die dürfen jetzt Abwehrfeuer geben, weil die in die da und die da rein wollen. 40 Schuss Schnellfeuer. Tim hat einen Eimer ausgepackt. Und rein. Zusätzlich gebe ich einen Command Point aus, dass ich wieder auf die 6 einen zusätzlichen Treffer generiere. Erstmal die 40 Schuss von dem Warrior. Stärke 4 gegen Widerstand 4 auf die 4. 16 Stück insgesamt mit den zusätzlichen generierten. Ja. 9 mal auf die 5. Das ist dein Ernst? Da gehen 8 Stück. 4 Schuss von den Tomb Blades mit Tesla. 6 generiert, ja, ja, ja. 3 Stück. Das sind dann. Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Ja, ja, komm, mach. Stärke 5 auf die 3. Ja, hier ist ja. Minus 1. Das sind dann 2, 4, 6 Stück minus 1. Ist eh egal, immer ein Fünfer. Da gehen nochmal 2. Aber immerhin nur 2. So, wie weit kann ich chargen? 5 Zoll. Ich habe jetzt gerade nochmal wegen dem Nexus gewürfelt, ob ich einen Command Point wiederbekomme, weil er ja gerade einen ausgegeben hat. Das habe ich. Entsprechend bin ich jetzt wieder auf 3. Da hauen zuerst, wie viel waren es? 2, 4, 5. 5 Stück auf die Tomb Blades. Auf die 3. Stärke 4 auf Widerstand 5 auf die 5. Da haben wir hier minus 4 und hier minus 1. Also zweimal minus 1, einmal minus 4. Minus 1 durch die Shield Fans auf die 3. Also 3 Rüstung minus 1 auf die 4. Safe. Minus und 4. Gegen minus 4 habe ich nichts. Dann ein Schaden. Okay, dann ist der nächste tot. Okay, dann hauen die nächsten zu. Auf die Warrior, auf die 3. Stärke 4, Widerstand 4, auf die 4. 3 Stück, minus 1. 4er? 5. 4er. Oder nicht? Oder haben die standardmäßig einen 4er? Ja, haben standardmäßig 4, minus 1. Ah ja, okay. 5. Einer. Einer weg. Da hinten die. Der Leader fängt an mit seiner Power Axt. Nichts. Der Hammer. Nichts. Die drei normalen. Nichts. Tim haut zurück mit seinen Warriors zuerst. 8 Stück sind in Nahkampfreichweite. Ich werde denen das Stratagem. Disruptorfeld? Disruptorfeld geben, das gibt plus eine Stärke. Du darfst das. Achso, ich dachte, ja, ist ja reagiert, alles gut. Ja. ich treffe auf die 3. Verwunde auf die 3. Genau, wegen Stärke plus 1. Sind 4 Stück. Mhm. Ohne Rent. Jo. Gehen 2.
Tombblade. Trifft. Verwundet. Arschloch. Safe. Sehr gut. Boom. Boom. Die hauen zurück auf die Biker. 6 Attacken. Auf die 3. Und auf die 4. 3 Stück mit Minus. Nix. 5er. 2 Schaden und dann ist ein Bike weg. Für die Typen use ich jetzt ein Stratagem, dass ich keinen Moralwerttest machen muss. Dann bin ich jetzt runter auf 1 durch den einen generierten vorhin. Und ja, da hinten haben sich auch noch so ein bisschen bewegt. Dann würden wir gleich übergehen zu den Reanimationsprotokollen. Das passiert ja am Anfang. Erstmal bei Tombblades auf die 4 durch alles. Nee. Warrior. Da hinten, der umgekippte, auf die 4. Kommt auch nicht wieder. Oh, schlecht. Okay, dann jetzt Bewegungsphase Necrons. Ach so, erstmal gucken, was ich an Punkten gemacht habe, natürlich. 1, 2, 3. Bewegungsphase ist vorbei. Destroyer sind rausgeflogen, fliegende Infanterie, auch wenn ich sie eingekeilt habe, spielt ja keine Rolle. Destroyer mit dem Overlord ein bisschen nach vorne. Tombblades und Scarabs Richtung Missionsziel. Necron Warrior, ja, weiß ich nicht, die haben sich, hast du die noch mal wissen? Nee, dürfen sich ja noch nicht bewegen, sind im Nahkampf. Auf jeden Fall, Kryptek ist ein Stückchen nach vorne. Barke da hinten stehen geblieben. Am Ende der Bewegungsphase, weil ich Depp natürlich überhört habe, dass er diese Orb dabei hat, hat er sich mit seinen Immortals hier schön hingebeamt. 9 Zoll von ihm hier weg und dann kommen wir in die Schussphase. Hier wird auch gleich zuerst geschossen. 4 Stück in Schnellfeuer in den Lehman Russ, Rest in den Nexus. Tesla und My Will Be Done plus 1 aufs Treffen. Jo, auf die 7. Also wird der Tesla auf die 5 ausgelöst. Eine, gibt 3 zusätzliche Treffer. Treffen auf die 2, treffen alle durch My Will Be Done. Mhm. Stärke 5, Widerstand 8 auf die 5. Sind 3 Stück. 3 Stück mit minus 1. 4er. 2 Lebenspunkte runter, hat auch noch 5. Jo. Und dasselbe Spiel, den netten Onkel. Nexus, DJ. Treffen auf die 2. Oh, da ist eine Menge dazu. So, jetzt der Rest mit den zusätzlich generierten Tesla-Dingern. Auf die 2? Nee, verbunden. Treffen auf die. Auf Stärke 5? Ja, auf die 3. Auf die 3. Also insgesamt 18 Stück auf die 4. Hier habe ich jetzt erstmal 10. Und tschüss. Mach's gut, DJ. Das ist übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, das Gebäude von Games Workshop, was hier oben drauf ist auf dem Teil. Also richtig cool. Und liebe Grüße an den Manuel, der mir dieses Modell noch schnell bemalt hat. Weil der ist jetzt weg. Da wird jetzt von wer schießt da drauf? Die Tombblade. Die Tombblade. Zum dritten Mal. Auf die Neophyte-Hybrid. Treffen beide. Was ist mit Tesla? Ah ja, ja. Dann darfst du nochmal. Welche Stärke? 5. Okay, dann verwundest du auch die 3. 4 Stück minus, gar nichts. 5er. Hep. Wieder 3. Gut. Na, kennt ihr die? Ja, ich auch. Die schießen jetzt in mein Auto. 9 Schuss auf die 3. Einsen wiederholen. Ja. Stärke 6. Auto hat Widerstand 6. Auf die 4. Oh, der war schlecht. Hey. 2 Stück mit minus 3. 6er, Retter. Ja, B3 Schaden. 2-mal. 2. 3. Ist er noch auf 7, glaube ich. Da hinten, das, der Necron-Bus schießt mal wieder
in ihn hier. Dann hau mal rein, Stratagem. Ich werde ein Stratagem benutzen, dass ich wieder ein volles Profil habe. Habe ich schon geklaut in der Phase? Nein, habe ich noch nicht. Ha! Ha! Friss das! So, da war die Freude mal groß. Einmal gut gewürfelt. W6 Schuss. 5. Auf die 3. Einsen wiederholen. Nein. Auf die 3. Einsen wiederholen wegen meinem Loss. Nee. Doch. Alle mit minus 4. Ja, 6er. Mit minus 5. 3 Stück. Ja, dann mach mal 3W6 Schaden. Komm, jetzt nochmal so ein grotzenwürfter Wurf wie vorhin. 3 Stück nur. Man kann es ja mal versuchen. Oha. 6 Stück. Explodiert nicht. Da hinten die Typen schießen jetzt mit My Will Be Done in die Biker da Typen da rein. Kriegst minus 1 abgezogen, plus also 1. Auf also die 3. Mit Stratagem, dass ich wieder auf die 6 zusätzlich treffe. Ja, komm her, wir kennen die Leier schon. Und durch Mefrit bekomme ich noch durch halbe Reichweite minus 1 auf den DS. Mhm. Auf die 3. 24 Treffer, Stärke 4, Widerstand 4, auf die 4. Mhm. Komm, schütteln noch, dann werden sie schaumig. Mhm. Auf die 6. 2 Stück. Hä? Hast du einen gedreht eben? Nein. Ich habe alle gedreht, bis auf die 2. Ein Bike tot, 2 Bikes tot, 3 Bikes tot. Und das Quad hat, glaube ich, 4 Lebenspunkte. Charge-Phase. Der da drin. Spider. Spinne drinne. Mhm. Ja, der ist eh drin. Ja. Ja, der ist ja jetzt schon drin. Los geht's, Warrior. Auf Jeansdealer. 12 sind in Reichweite. Mhm. Stärke 4. Widerstand 4. Oh nein. Der ist unterm Tisch. 50 Cent. Sind 5 Stück. Jo, 5. Wow, stark, hier nur 2. Nächsten. Kryptek. Verwundet. Trifft. Verwundet nicht. Die Spinne trifft nur auf die 4. Mhm, die ist auch. Nichts. Eine. Eine Runde mit minus 2. Kein Ding. Minus 2. Das ist egal, die haben 5er Retter. Sehr gut. Fünfer Rüster und Retter. Sehr schön. Ne? Mhm. Wir hauen zurück. Der eine auf die Spinne. Stärke 4. Was hat der für einen Widerstand? 5. Dann minus 1 und minus 4. Minus 4 geht durch. Und ein Safe. Okay, ein Schaden. Dann 2 Stück auf den Kryptek. Stärke 4 auf Widerstand 4, glaube ich, ne? Das müsste ich kurz nachschauen. Widerstand 4. Jawohl, 2 mal minus 1. Mein Griptag hat das Relikt, das ihm 3er Retter gibt, einen Schaden. Okay. Spinne einen Schaden, Griptag einen Schaden, dann der Rest auf die Warrior, auf die 3. Und auf die 4. So, zu Ende der Spuk hier. 3 Punkte gibt es für die Necrons. Ansonsten da machen wir keinen Leadership-Test, weil da sind nur 2 gegangen. Hier der Leadership-Test war safe und dann kommen wir in den nächsten Zug der Jeans-Leader. Bewegungsphase ist vorbei. Der ist ein ganz kleines Stück nach vorne. Die Typen sind nach hier hinten, dass die beiden HQs schützen. Die haben sich so ein Stückchen ans Missionsziel drangestellt und das Autowagen ist war ziemlich davor gefahren als Sichtblocker.
Die sind nach vorne, die sind natürlich stehen geblieben. Und dann sind noch die hier ein Stückchen nach hinten gekommen, dass der Flamer und so in Reichweite ist. Genauso wie da. Ja, Psi-Phase, Gedankenkontrolle auf ihn. Da use ich meinen Command Point. Ne. Runter auf 1. Das war wohl nichts. So, der Trupp zuerst. Flamer. D6. Nicht schlecht. 6 Auto-Hits. Mit Stärke 4. Widerstand 4. Auf die 4. Da haben wir 3 Stück mit minus 0. 2 Stück. 2 kaputt. Dann haben wir einen Granatwerfer, der wird diese Frag-Granate schießen. 6 Stück. Jo. Auf die 4. Und Stärke 3 auf die 5. Nichts. Und dann haben wir die Lasergewehre noch. 11 Stück in Rapid Fire. Also einer nicht. Auf die 4. Ach du Alarm. Ach du Alarm. Ach du Alarm. Und nichts. Nichts gewesen außer Spesen. Dann schießen wir da hinten die Sniper auf ihn. Trifft. Nichts. Der hat ja Widerstand 5, oder? Oder? Overlord ist es, ne? Mhm. Ja, hat Widerstand 5. Dann war's das. Der Trupp schießt auch alles hier rein, genauso wie der andere, nur ein bisschen weniger Rapid Fire. Flamer. Stärke 4. Auf die 4, 3 Stück. Safe. Frag-Granatenwerfer. Auf die 4. Auf die 5. Auf die 4 treffen wir und auf die 5 verwunden wir. So, nichts. Lasgun vom Chef. Lasergewehre. Oha. Und dann haben wir, glaube ich, Stärke 4, Widerstand 4. Stärke 3. Stärke 3. Dann haben wir nur eine. Safe. Okay. Der da schießt jetzt Heavy Bolter hier rein. Auch wenn sie den Typen da beschießen können schon die ganze Zeit, aber egal. Laser Gun schießt in die Destroyer und Kampfgeschütz geht da hinten in die Barke. Heavy Bolter auf die 5. Und auf die 3. Nichts. Lasergun. Nichts. Kampfgeschütz. Das ist schon mal okay. Das ist schon mal okay. Und dann nochmal 3. Auf die 4. Mhm. Und auf die 3. 4 Stück. Minus 2. Barke. Also auf die. Minus 2, also. Auf die 4. Wenn wir das noch weiterhin mit Deckung machen. Ja, minus 2 plus 1, ne? Mhm. Minus 2 wären 5 und minus 1, plus 1 wäre dann wieder die 4. Wie viele Stück waren? Die hat den 3er, die hat dann 4er standardmäßig, mein Lieber. Gucken wir nochmal nach. War zumindest der Meinung, dass es so ist. Das ist ja recht. Wir haben sonst immer mit der 4, also auf die 5. Okay. Wie viele Stück waren es? 4 Stück. 4 Stück. Natürlich 4 Stück auf die 5. Nochmal nachgeguckt. Das sind 2 Stück. 2 die 3. Einmal die 3. Ist negiert und die 1 kannst du nicht negieren. Ein Schaden. Krass. Auto schießt seine Autocannon in die Destroyer und den Stubber geht hier rüber in die Typen rein. Autocannon auf die 5 und auf die 3 wahrscheinlich. Einmal bitte mit minus 1 auf die Destroyer. Safe. Dann haben wir den Heavy
Stabber, haben wir drei Schuss. Jo, nichts. Okay. Die Jungs chargen noch in die Spinne rein. Das reicht auf jeden Fall. Die stelle ich mal. Charge, ich fange hier an. In die rein, Abwehrfeuer. Drei Stück? Jeweils. Ach so, die Aktion wieder. Drei Treffer. Jo. Hier schon drei. Stärke 5. Drei. Ach du Sag mir mal, wie viele. 5er minus 1, 6er. Gehen 3, 6, 7 Stück. Krasse Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Charge. Ja, okay. Dann das gleiche nochmal. Oh oh. Kommt das wieder mit diesen? Viele Sechsen, viele Sechsen. Eine Sechs. Und dann noch drei dazu. Und auf die drei. Wieder vier Tote. Charge. 6 Zoll. Das sind leider 7 Zoll. Okay, Tim. Richtiges Schlachtfeld. So, die Jungs hauen jetzt zu hier. Erstmal den Felsschneider. Auf die 4. Minus 1. So, dann haben wir, dürfen wir ein... Nee. Nicht beim Verwunden. Okay. Dann war es das schon mal. Dann hat der Chef 3 Attacken mit einem Bonesword. Auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen. Und Stärke 4. Widerstand was? Ich denke 5. Ja, dann nichts. Wahrscheinlich. Das ist schlecht. Widerstand 6 sogar. Okay, dann haben wir zweimal die normalen Typen. Auf die 3. Und auf die 5. Einmal minus 1. Auf die 4? Nein. Okay, dann einen Schaden. Schade, mit dem Heavy Rock Drill, da wäre was Witziges gegangen, aber leider nicht. Jean-Stealer hauen zu, erstmal auf die Warrior, auf die 3. Auf die 4. Minus 4 und minus 1 und minus 1. Einer sofort tot. Und zweimal minus 1. Zweimal auf die 4. Nein, sind nochmal 2. Dann 2 Stück auf den Kryptek. Und auf die 4. Einmal minus 1. Okay. Einmal auf die Spinne. Und auf die 5. Einmal minus 1. Fällt. Jetzt wird zurückgehauen. 16 Attacken von den Kriegern. Jo. Auf die Halbwitz. Oha. Oha. Stärke 4. Widerstand 4. Auf die 4. Oh oh. Kein Durchschlag. 5er. 4 Stück gehen. 1, 2, 3, 4. Leben noch 2. Leben noch 2. 4 Stück von der Spinne. Ja. In die Jeans wieder. Zweimal minus 2. Einer noch. Eine Attacke von dem Griptag. Nein. Okay. Krass. Moraltest. Die Jungs haben 9. Ich habe 5 verloren. Ja,
genau safe. Bleibt der eine da stehen. Oh, scheiße. Okay. Ich möchte dich noch bitten, Moraltest zu machen da. Ja, also hier haben wir zwei verloren. Ja, gleich. Da kommen die guten Würfel. Ja, ich mach mal weg. So, Animation. Bei denen hier, da sind ja nur zwei gegangen, Leadership 8, da passt das und die sind komplett weg. Ja, am Ende, ich krieg 1, 2, 3 Punkte und dann kommen wir in Zug 3 Necrons. Reanimation für die zwei. Kommt einer wieder. Tomb Blades. Tomb Blades, zwei Stück. Auf die vier oder auf die. Ja, so nicht. Und vier Warrior. Die vier Warrior kommen auf die vier durch den Crypt Tag. Der ist ein 3 Zoll. Und dann kommen zwei Stück wieder. Jawohl. Bewegungsphase. Die sind ganz normal ihre Bewegung fortgelaufen. Die haben sich nach vorne bewegt. Die haben sich nach vorne bewegt mit dem Overlord. Er ist hier hinter geflogen. Die Scarabs sind da geblieben. Die Scarabs sind hier geblieben. Die sind stehen geblieben. Doomsday Ark ist stehen geblieben. Der Lord ist stehen geblieben. Und der bestehende Nahkampf. Mhm. Schussphase. 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 Ich beginne mit der Doomsday Ark auf den. Ja. Goliath Truck. Goliath Truck. Drei Schuss. Command Pointer diesen Schuss. Ja, der hat ja, der Mann hat welche. Achso, mein Nexus ist nicht mehr auf dem Feld. Ich wollte gerade schon einen Würfel zücken. Ja, jo, sechs Schuss. Genau. Ja, Gott. Nicht bewegt, eins wiederholen. Mhm. Treffen 5, Stärke 10, Widerstand 6. Mhm. Auf die 3. Eins wiederholen durch den Lord. Sind 5 Stück mit minus 4. Mhm. Sechster Retter. Durch meine Dynastie, durch meinen Kult. 4 Stück durch. 4 W6 Schaden. Jo. 7 hat er noch. Mhm. Sind 10 Schaden. Ja, was? Schade! Ja, ist klar. Ich nehme den mal weg. 15 Schuss. Der Warrior in diesen Trupp hier. Neophyt Hybris. Mit My Will Be Done auf die 2 plus. Stärke 4, Widerstand 4. Jo. Auf die 4. Toughness 3 übrigens. Dann auf die 3. Wie viel sind das? 9 Stück. Ich hoffe, das sind jetzt 9. Minus nichts? Minus nichts. 5er. Sind das 9? 3, 6, 9. Ja, dann würde ich sagen. Bye bye. Nehmen wir die mal weg hier. Meine 3 Destroyer schießen auf den Magus, auf seinen Warlord. Hm. Schwer 3. Einsen wiederholen. Weil sie es können. Weil sie es können, aber auf die 3. Ja. Toughness 3. Stärke 6, also auf die 2. Jo. 4 Stück mit Minus. Minus was? 3. Ja, dann ist der tot einfach. Beziehungsweise, nee, hat er meinen 6er Ritter. 3 Stück durch. Dann mach mal Schaden. Einer. 2. Ja, gut, okay, dann ist er weg. Slay the Warlord. Manu, danke fürs Bemalen. Er ist aber auch leider tot. 18 Schuss von den Immortals mit My Will Be Done auf die 2, da kommen sie. 6 und 5 generieren 3 zusätzliche. Ja, Tim, wir kennen die Leier. Ja, da kommt der. Stärke 5, alles mit DS. Ja, komm, sonst werden sie schaumig. Also, du hast schon eine Menge Einsen und Zweien dabei. Muss man echt sagen. Gib mir mal die Würfel her, hier. In die Patschehändchen, komm. Wie viel DS? Minus 1. Alles klar, 6er. Ja, ist ja gut. Ich nehm die ja weg. Quantität ist eine eigene Qualität. Oha.
Entschuldigung, müssen wir gleich mal übergeben. Alles klar. Tim, die Schussphase ist ja beendet jetzt, ne? Richtig. Dann würde ich an dieser Stelle aufgeben. Es tut mir echt leid für diese Jeans-Dealer, für das erste Spiel, aber es macht keinen Sinn. Siehst du das ähnlich? Es macht bis jetzt keinen Sinn mehr, nein. Okay. Du hast jetzt noch den Lehman Russ Panzer. Dein echt cooles Modell auf dem Bike. Ja, ja, du mich auch. Zwei Trupps noch hier im Nahkampf gebunden. Ja, okay, wie auch immer. Postgame. Ein schönes Postgame. Als allererstes, wir haben noch einen Zuschauer gehabt die ganze Zeit. Stell dich doch bitte einfach mal kurz selbst vor. Hallo, ich bin Dennis, Teil der Community hier im Mini Paradise. Bin sehr oft hier, versuche mal mir die 40k-Spiele anzugucken und versuche mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber ich glaube, das hat heute keinen Sinn gemacht. Was mir jetzt die Überleitung bringt, dich einfach mal zu fragen, wie hast du das Spiel jetzt so wahrgenommen? Also klar, neue Armee und von den Fehlern abgesehen, aber wie hast du das Spiel empfunden? Sag einfach mal frei raus. Also erstmal Respekt, dass du versucht hast, hier echt so viele Regeln so schnell reinzupauken. Ja, das gut ab. Geht nicht. Ich denke, da ist wahrscheinlich noch viel Luft nach oben, gerade weil das eine Armee ist, die viel Training erfordert. Definitiv. Aber es war auch wirklich nicht so, dass der Tim jetzt mega gut gewürfelt hat, aber du hast heute einfach wirklich die Scheiße an den Händen gehabt. Also es war wirklich... Definitiv, mein bester Spieler waren seine Würfel. Kauft euch die Jeans-Dealer-Würfel. Also zwischendurch waren es, glaube ich, von 27 schweren Beuterschüssen hat einer verwundet und den hat er abgewürfelt. Also, ich meine, der Tim hat nicht mal sonderlich hardcore aufgestellt und kein Licht, aber wirklich wegen den Würfel. Ja, das ist immer so subjektiv betrachtet immer für mich persönlich schwer hinterher zu sagen, wie schlecht das tatsächlich mit den Würfeln war. Ich habe es aber tatsächlich dieses Mal auch als sehr schlecht empfunden. Aber allgemein, ich mag diese, weißt du, wenn man so das Spiel auf das Würfeln schiebt, das ist immer so ein bisschen doof, aber es war heute ein bisschen auffällig. Ja, nichtsdestotrotz, lass uns mal einfach kurz über die Jeans-Dealer reden. Also ich muss jetzt im Vorfeld sagen, die Liste, die ich jetzt gebaut habe, da waren nicht wirklich viele Synergien drin. Ich habe diese Liste wirklich als sehr, sehr schlecht zusammengestellt jetzt irgendwie empfunden im Nachhinein. Ich habe jetzt einfach mal, ich meine, Donnerstag kamen die Sachen, heute spielen wir, alles bemalt, was halt gerade so da ist und irgendwie aufgefüllt mit Astra Militarum, Tyranniden-Sachen, was ich so im Keller hatte noch. Ja, aber die Liste hat mir so jetzt nicht gefallen. Ich habe es mit Sicherheit auch nicht optimal gespielt, sind mit Sicherheit auch Fehler passiert und so weiter, aber so war es absolut nicht potent. Ich, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, und das hast du ja auch schon gesagt, die Jeans-Dealer sind eine Armee, die echt schwer ist irgendwie zu spielen und vor allem auch schwer ist zu meistern, denke ich. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso viele Möglichkeiten, eine richtig geile Liste damit zu spielen und verdammt viel Spaß zu haben. Denke ich auch. Ich denke, dass man sich in die Armee erstmal einspielen muss. Mhm. Und das wird 1, 2, 3 Games dauern, definitiv, bis man seine Liste gefunden hat. Ja. Das ist auf jeden Fall keine, ich kaufe mir die Armee und spiele sofort drauf los und werde da ordentlich was mit wegrocken. Kann auch möglich sein, aber ich denke eher, dass man üben muss. Ja, was du gesagt hast, ne? Also Synergien der Armeen noch nicht gefunden jetzt auf den ersten Blick. Klar, du hast jetzt Einheiten gespielt, wo du weißt, sie funktionieren. Also Lehman Russ, weiß jeder von uns, der funktioniert an sich. Die haben heute das Würfeln natürlich nicht so gut funktioniert. Was natürlich geil war, war der 30er Block mit den Jeans-Dealer, wie heißen die? Full Strain Jeans-Dealer? Pure Strain. Genau. Die ja bekannt sind, also mit den vielen Attacken, wo die reinrasseln, nimmst du auch raus, ähnlich den Korne-Dämonen-Bubble, die da runtergeschockt kommt und erstmal rasiert und ähnlich wird die auch funktionieren. Ja, natürlich, Problem war, ich habe erstmal den Broodlord-Gegenstück von den Jeans-Dealer nicht dabei gehabt und des Weiteren, ich habe einfach Abwehrfeuer, der einen halben Trupp verloren. Ne?
Also die kamen nicht richtig zur Geltung, aber ich sag mal so, an denen hing es jetzt noch nicht mal, weil da habe ich dich ja fast bis zum Schluss im Nahkampf da hinten gebunden. Ja, also ja, da konnte ich mit den anderen nachrücken und wäre dann jetzt wieder im Nahkampf gewesen oder bin da im Nahkampf gewesen. Also darauf schiebe ich es nicht mal. Aber Dennis gibt dir auf jeden Fall recht, das sind definitiv noch ist Luft nach oben, was die Synergien auch bei denen angeht. Aber ja, die Bikes, da habe ich einen riesen Fehler so gesehen. Also da hätte ich ich glaube, da ist sehr, sehr, sehr viel möglich mit den Bikes, gerade was die Sprengladungen angeht und so. Das kam überhaupt nicht zur Geltung. Und darüber hinaus denke ich auch, dass diese Tektonik, diese tektonische Fractal-Dingsbums, ich glaube, das Geländestück ist richtig mies. Da ich glaube auch. Ziehst du eine Linie durch die Aufstellungszone vom Gegner und alles, was drin ist, auf die 4 plus gibt es W3 tödliche. Das liest sich sehr gerne. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Ne? Ich denke, wir setzen uns mal alle Mann zusammen. Und werden mal eine schöne Liste zusammenbauen. Ja. Und dann, sobald wir die Modelle haben, werden wir nochmal ein schönes Spiel machen. Definitiv. Ja, wir bleiben am Ball. Also seht's uns nach. Also mir mit den Jeans-Dealern, dass das jetzt so eine Pleite war mit denen. Aber ich denke, wir haben viel gesehen, was sie können, was man damit machen kann. Wir haben einige Strategems gesehen. Ja, so ein paar. Das ja. Also ein paar. Wir haben die neuen Figuren gesehen. Genau, das ist ja die Hauptsache. Es war teilweise wirklich einfach Würfelpech. Ja. Ja, das also muss ich jetzt mal so definitiv sagen, es lag heute definitiv am Würfeln. Jeder kennt das, du hast manchmal Spiele, da läuft es wirklich gar nicht. Und das war heute so ein Spiel, das lief ja ab der ersten Runde gar nicht. Also, ja. Ist wie es ist, aber ja, mal zu deiner Necron-Liste. Ich meine, ich kenne die Necrons ja auch schon ganz gut von meinem lieben Gegenspieler Kai. Hallo. war schön, du hast auch mal ein paar neue Einheiten mitgebracht, die ich vom Kai jetzt noch nicht so oft gesehen habe. Die Spinne zum Beispiel, die Tombblades, die sich ja auch gut eignen, um Missionsziele zu halten. Ja. Schön schnell können zwar so nichts, aber sind halt trotzdem da. Du hast viele Warrior gespielt, die auch, würde ich das sagen, dann in eine wirklich harte Liste reingehören, weil du die Typen einfach nicht wegkriegst. Ne? Also so 40 Warrior, 6, 7, 8, 9, 12 Destroyer, ein paar Rays, Barken hinten rein. Wie gesagt, ich spiele die Armee jetzt heute auch zum ersten Mal und ich habe echt nicht gedacht, dass die Warrior so stark sind. Kriegst du nicht weg, die Biester. 20er Blob. Ja. Den Kryptek daneben auf die 4 wiederkommen. Das ist es auch noch, ja. Vor allem, ich habe einfach das genommen, was ich zu Hause hatte. Was ich auf die Schnelle alles zusammenbauen konnte. Aber Tim hat die jetzt auch innerhalb von anderthalb Wochen effektiv, würde ich sagen, Speed-painted und die sehen ja wirklich gut aus, ne, Dennis? Hammer, oder? Also echt Hammer. Also ich weiß nicht, könnt ihr euch das ja nochmal angucken hier. Mal hier einen. Er nimmt den schlechtesten. Ja, wie auch immer, die fokussiert gerade eh nicht und die Batterie ist auch gleich leer. Wir machen mal ganz schnell einen Akkuwechsel. So, Akkuwechsel und dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken hier. Also, ne, ihr seht, die Modelle sind echt schön, die er hier gebaut hat. Und ja, hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ne? Ja, ich bin selber erstaunt. Macht Spaß. Dass sich halt echt so langsam übers Feld gegraben, wirklich. Also, ja. War es nicht schnell, aber war super. Ne? Ja, schön. Dennis, ich hoffe natürlich auch, dass wir dich bald vielleicht mal sehen, wenn du eine bemalte Armee bereit hast für einen Battle Report. Also ihr seht, die Community, hier gibt es viele Leute so im Hintergrund, die Community wächst. Und ja, Dennis kriegt, glaube ich, auch ein eigenes Bett bald in den Laden. Dennis ist auch immer hier. Und war auch schön, dass du da warst. Und Tim, es war sehr schön, mal das erste Spiel gegen dich zu machen vor der Kamera, auch wenn es so kacke ausgegangen ist. Ich hätte es gern knapper gehabt. Ich hätte dir den Sieg trotzdem gegönnt, aber ich hätte es gerne knapp gehabt. Von den Punkten her ist es knapp. Nein, nach Killpoints nicht mehr. Naja, aber lassen wir das außen vor. Genau. Ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall mit euch beiden jetzt eigentlich. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Mama grüßen oder so? Hallo Mama. Hallo Freundin. Ja, dann hoffen wir, dass ihr auch so viel Spaß hattet wie ihr, wie Dennis und Tim und mit mir, mit meinen Würfeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier auf dem YouTube-Kanal wieder. Bis bald. Wiedersehen. Ciao.